Okay, warte. Mist. Okay, nimm das rein. Und speichere mal. Ich habe vergessen, dieses Elektroding da aufzuladen. Aber der Magnet ist auch nicht schlecht. Warum? Weil er. Bin ich überhaupt richtig? Ja. Weil er ja auch die Sachen anzieht, hoffentlich, die mir Punkte bringen. Also HP-Punkte. Wie Energy Cubes und die Dinger da. Deswegen sollte das passen. Okay. Also eins, wenn ich was einsaugen will. Zwei muss ich eigentlich nur einmal drücken. Und für den absoluten Notfall nochmal den da rein. Ja, also zwei und drei Reparatur und vier ist einmal der Klon. Und ich mache jetzt keinen Alarm. Nein, 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 nein. Okay, hier werden schon mal zwei von denen. Achso, weep. Warte, hast du aufladen? Natürlich hast du das. Das ist super. Dann gib doch mal doch den lieber her, statt dem komischen Zweier da. Jetzt eine Speicherstation vor der Nase. Das wäre noch besser. Da müssten wir nicht jetzt so viel laufen. Okay, Wellengewehr ist auf Stufe 3. Ist unsere höchste Waffe momentan. Also rein da. Creepy Music. Achso, ja. Alles abbrechen können wir ja schon. Ja, alles abbrechen. Alles abbrechen. Und go. Was? Stay inside the hacking area. General alarm for the entire space station. Destroy the invaders. Okay. Und die da waren wichtig. Also die Kugeln. Wow, 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 bin ich. Viel zu stark reingelaufen. Muss das Brain hin? Ich hab gerne das Brain geachtet, da ist das Brain. Ah, Snake Mag. Das ist zu schnell, das Brain. Einladen. Was geht inzwischen? Was geht? Oh, das ist nicht gut. Oh nein, 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 nein. Ja. Okay, go, 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 go. Vorteil am Anfang war halt, dass man wirklich direkt beim Brain stand und Jacker schon ein bisschen Vorarbeit leisten konnte. Man also nicht so weit unten startet, wie wir jetzt gleich wieder starten werden. Wir waren ja bei 50%, so ein Ticken über 50%. Jetzt werden wir bei 30 oder so sein. Warum war jetzt gerade das mit den Seelenfragmenten da? Das sieht echt mies aus da oben.
So, Chunky neu rein. Aber es war näher dran, oder? Wir waren schon ziemlich weit rechts auf der Cooler-Liste. Nicht, dass ich auch zu irgendeinem Zeitpunkt nur da hochgeguckt hätte. Weil ich die ganze Sache nicht im Auge behalten kann. Also ich muss im Auge behalten die HP, sonst sind wir tot. Ich muss im Auge behalten das Gehirn, sonst macht Jacker keinen Fortschritt. Ich muss im Auge behalten die Clusterbomben, die machen richtig viel Schaden. Die bringen mich meistens um. Ich muss aber auch im Auge behalten, diese kleinen Kügelchen, die geworfen werden, die diese Dreierschüsse machen. Die machen mir auch sehr viel Schaden. Und dann den Schildgenerator, weil der Schildgenerator schützt sowohl die Clusterbombenschmeißer, also die dicken Bots, als auch die kleinen Kügelchen, die viel schießen. Achso, nebenbei muss ich noch allen Projektilen ausweichen. Und auf die Counterdown achten. Na? Und es ist schon wieder auf 30% runter. Schildgenerator weg. Clusterbombenschmeißer weg. Ja, und da ist jetzt rechts der Schildgenerator am Leben geblieben. Das ist ein Problem. Hier ist gerade gut. Dachte ich. Du, guck mich hier unten. Da die Kühlchen. Vielleicht mit dem Matsch und Matsch. Es wird näher, oder? Bilde ich mir das ein oder kommen wir Cooler näher? Go, schneller. Ich habe Chunky vergessen, genau daran lag es ganz bestimmt. Chunky jetzt gerettet. Ich zerstöre einfach alles, weil es vielleicht einen Einfluss hat und einfach nur weiß kann. Alles, was hier runtergeworfen wird, bevor ich zurück zum Brain gehe. Oh. Ja, okay, nicht alles, ob mehr. Das Durchschießding ist sowas von mies. Thank you.
guckt euch mal Code an. Sieht gut aus. Jetzt nicht in den Cluster von irgendwas reinlaufen. Beim Hirnbein. Nochmal einen Minenwerfer, dann haben wir schön viel Schaden hier. Wow, 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 wow. Das ist mal Endkampf, doch. Ich glaube, ich bleib gleich beim Minenwerfer, weil Schaden und so. Hatte ich nicht die Geister aktiviert, dass wenn ich bei meinem Todespunkt auftauche, dass sie den extra Schaden machen? Habe ich eben gerade gar nicht darauf geachtet, ob die wirklich kommen. So, und ich habe mir eingebildet, dass es eine gute Idee war, am Anfang die Viecher zu töten, dass es nicht ganz so viel denn ist, was von der Seite auf einen reinschießt. Okay, es spawnt jetzt mehr, als ich töten kann. So viel also zu der Idee. Dann will ich sie keine Geister irgendwie schießen. Sagen, wie es gerade aussieht. Oh, 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 da war irgendwie was Tolles. Ich habe hier was Blaues aufblitzen sehen. Wo ist das Hirn? Rechts oder links? Das ist nach links gegangen, oder? Ja, ist nach links gegangen. Ah, fuck, ja, und Koda holt es wieder auf, weil ich nicht in der gegangen bin. Hirn, wo bist du? Das ist doch nach rechts gegangen, oder? Ja. Okay. Da halte ich mal schön lange am Stück durch und dann laufe ich in die falsche Richtung. Das ist perfekt. Einmal perfekt. Extrem Projektil ausweichen. Ah, das ist immer okay. Oh, ich habe keinen Repair Packs mehr. Da brauche ich HP durch sowas und so. Sehr knapp. Sehr knapp, sehr, sehr knapp. Also eventuell haben wir jetzt einen kleinen Vorsprung. Und wäre ich nicht in die falsche Richtung gelaufen, wäre es im Sack gewesen. Also diesmal. Gleich auf den Minenwerfer bitte. Der Minenwerfer ist viel toller, um schnell die Clusterbombenschmeißer zu zerstören. So, Chunky. Chunky ist draußen.
erstes hin. Gut, dass der Magnet nicht die Clusterbomben auch noch anzieht. Auf null. Ich habe null gesehen. Eindeutig null gesehen. Okay, jetzt habe ich. Na gut, das war nur fair. Also ich war auf null. Ich weiß nicht, warum ich nach oben geguckt habe zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe meinen HP-Balken auf null runterfallen sehen. Und ich war nicht tot. Das war komisch zu meinen Gunsten, aber dann war auch komisch zugunsten des Spiels, gerade jetzt am Ende. Ich weiß nicht mehr was, weil ich zu hektisch bin, aber irgendwas war gerade zugunsten des Spiels. Das jetzt, wo es so gut gelaufen und wir wirklich ganz kurz vom Ende waren, kommen wir trotzdem nicht mit über 20-30% wieder ins Kampfgeschehen rein. Ich probiere es doch mal den. Weil wenn es gut läuft, muss man unbedingt neue Sachen ausprobieren, ne? Wer kennt das nicht? Ein Leichenhaufen. Wie kannst du bis da oben hin eine Schutzschilde machen? Wow. What the fuck? Soll ich mal ansatzweise gut diesmal? Und nein, es hatte nichts mit dem in beide Richtungen horizontalen Wellenschmeißding zu tun. Das hatte nach einer Salve so wenig Munition, dass man das nicht wirklich einsetzen konnte. Dafür ist es gut. Um Sachen zu one-hitten, die man eh one-hitten kann. Chunky ist draußen, okay. Das wird weniger. Das wird eindeutig weniger. Ich glaube, ich habe nicht mehr viele Versuche. Brain. Okay.
zu viele Clusterbomben, zu viele mach. Ich sehe nur noch blau, ich sehe keinen roten mehr da oben. Komm, mach vorbei. Checker, go, go. Ich weiß nicht, warum es gerade gut läuft, aber es hält nicht lange an. Checker. Habe ich gesagt. Okay, sind tot, sind tot. Das war übel. Drei oder vier von den Minenwerfen auf einmal. Muss irgendwas machen? Nicht sterben, ja. Congratulations, man. You did it. Jesus, my hands are still shaking. What are you doing now? I'm sending something to Free Robots that'll be a massive headache for Nakamura. Videos of the brains? That's going to spark some serious problems. Done. You were right, Boogan. She wasn't an algorithm, but a real human brain. Yeah, she's a very interesting person. Jesus, it must be shocking to find out that you're just a brain connected to a machine. Aber wir Menschen halt auch. She's a person after all. At least she's not something synthetic made by mankind. Do you think she suspected she was an algorithm? I'm not sure. Let's ask her. Ghost, now that it's over, we have something to ask you. Ghost? Ghost, do you copy? She left. Why? Where? She almost died and also found out that she's a brain in a jar. Who knows where she could have went? A new scandal rises against the Nakamura Corporation. Free Robots reveals that Nakas are not controlled by artificial intelligence, but are actually controlled by human brains. The evidence that started everything is a video received from an anonymous source, which shows thousands of human brains somehow connected to a machine. Are Naka's human brains? Is the video a fake? More information, more news, tomorrow at the same time. Thanks for watching. Was? Ja, toll, ganz viele Achievements, aber warte. Da kommt noch was. Da muss was kommen. Ha, also. Epilog. Vor 50 Jahren war Betha Miller an der Schwelle des Todes. Die Medizin konnte sie nicht retten. Als letzten Ausweg unterzeichnete sie einen Vertrag mit Cryogenics, die ihr Gehirn retten sollte. 40 Jahre später schaffte es Dr. Musashi, der brillante Wissenschaftler der Nakamura-Gesellschaft, das Gehirn mit Hilfe diverser Flüssigkeiten aufzutauen und zu reaktivieren. Nach ein paar Jahren der Forschung gelang es Dr. Musashi und seinem Team, die neuralen Verbindungen zu dekodieren und an einen Androiden namens Naka zu koppeln. Der Erfolg des Projekts erlaubte es Nakamura, Cryogenics heimlich zu kaufen und so der Eigentümer von Millionen tiefgekühlter Gehirne zu werden und damit Millionen von Nakas. Nakamura entschied, die Nakas für fügsam zu machen und als Diener zu verkaufen. Die Erinnerungen der Gehirne wurden gelöscht und eine geheime orange Flüssigkeit wurde initiiert, die Nakamura entwickelt hatte.
Sie wurden zusammen mit 19 anderen Nakas von einer zwielichtigen Person namens Victor gekauft. Seine Agenten änderten die Zusammensetzung des Fluid für diese 20 IFAs, was sie intelligenter, stärker und in wenigen Fällen befähigte, jeden beliebigen Roboter zu übernehmen und wieder zu verlassen. Ein paar Jahre später stahlen Bugen und Jacker eine leere Naka und bauten sie in einen Kampfroboter um. Sie, an Jacker ausgeliehen für einen horrenden Preis, drangen in der umgebauten Naka in Nakamuras Raumstation ein. Nachdem das orangefarbene Fluid abgestellt war, begann Geist sich Fragen zu stellen, nachdem sie realisierte, dass sie ein Cyborg war. Rebellierte sie gegen Victor, der sie töten lassen wollte, indem er ihr Gehirn vernichten wollte. Bewaffnet mit ihrer Erinnerung und der Hilfe von Jacker konnte sie ihr Gehirn retten. Geschockt und verwirrt wollte sie mit Victor ein paar Dinge besprechen. Ah, sie jagt jetzt Victor. In Ghost 2.0? Die Nakamura-Gesellschaft wurde durchsucht, nachdem Jacker seine Aufzeichnung an die Behörden übergeben hatte. Die Geschäftsführer wurden inhaftiert und alle Nakas freigelassen und zu Menschen erklärt. Ghost hat Victor gefangen und an die Behörden übergeben. Er wurde inhaftiert und verlor all seinen Besitz. Nachdem sie mit Victor fertig war, wollte sie nur noch an einen Ort. Zu ihrem Gehirn? Oh. We're broke, my friend. We found nothing to copy, nothing to sell. We're geeks, man. We don't need money to be happy. Bugen, I have something to confess. It turns out I need money to be happy. Why? We can hack everything we need. We need, not I need? Of course, man. We're a team, aren't we? Technically, yes. What the hell? A team? Come on. You're just two geeks with no money that played too many games by Kojima. Ghost! Ah, oh, okay. Ja gut, das ist auch ein etwas putzigeres Ende. Ich hätte halt gedacht, dass sie jetzt auf die Raumstation hochgeht und da dann alles kontrolliert. Ghost and Geeks. There's two of us and one of you. Come on, gentlemen. Ladies first. Neues Spiel plus plus. Und ich habe mein komplettes Equipment und Skilltrees. Und bin jetzt wo und wie funktioniert das? Oh, doch, Junges, ja. Also haben wir jetzt auch die Story, das ist die Frage. Ja. Also anscheinend müsste man jetzt nochmal alles durchmachen. Das Ding ist nur, New Game Plus ist ja schön und gut, bin ich auch ein Fan von. Aber normalerweise müsste dann das Spiel auch schwieriger werden. Weil sonst... Oh, es wurde schwieriger. Was zur Hölle? Ja, ich habe nichts gesagt. Das Spiel ist schwieriger geworden, sonst hätte ich nicht so viel Schaden bekommen. Oder? Habe ich mir nur gerade sehr schusselig angestellt mit dem komischen Wachen da. Ja. Ich kann die schon mal einsammeln. Und man kann es sich auch schwieriger machen durch die Fähigkeiten. Also, dass die Gegner besser bewaffnet sind und so weiter. Gab es ja auch noch alles. Habe ich denn fürs Durchspielen vielleicht so ein, zwei Fähigkeitspunkte bekommen? Nö. Also sowas hier zum Beispiel. Nee, das ist... Genau, Alarmniveau wird in allen Räumen um 3 angehöht. Schwächter bewaffnen. Und während eines Alarms wird die Zahl der feindlichen Roboter signifikant erhöht. Ja. Dennoch werde ich es nicht nochmal durchspielen. Das reicht mir von der Story her. Aber es ist schön zu wissen, dass es New Game Plus gibt. Und dass es auch nicht so super einfach ist. Außer ich habe mich gerade halt wirklich recht schusselig angestellt. Ja, also dann. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Und man sieht sich bei meinen anderen. Bye, bye.